Herzlich willkommen zum 400 Abonnenten Spezial. Jo, vielen Dank an euch, dass wir jetzt die 400 Abonnenten knackt haben. Da habe ich mir jetzt was überlegt. Als 400 Abonnenten Spezial werden wir jetzt 0 Euro Projekt spielen. Ihr wisst ja, wir haben mal auf der Maipool Farm angefangen. Wir springen mal rüber zur Biogasanlage. Da haben wir mit 0 Euro angefangen. Ja, wir haben so den Maschinenpark, haben wir uns da gleich ein bisschen anpasst. Und haben mit 0 Euro angefangen. Die Videos sind sehr gut angekommen bei euch, habe ich mir gedacht, ja. Maipool Farm. Oder als Alternative Oldstream oder Pennsylvania. Die Karte schauen wir uns auch mal noch kurz an. Wir haben da auch die Biogasanlage angefangen, ja, kleines Butterfly-Spritze, 724 kommt mit Ladewagen, Radlader, Silowalze, mal gleich ein bisschen Gras schon drin, ich glaube das andere haben wir schon alles vergärt, da müssen wir schauen, wie es mit dem Start, ah ne, halt, wir sind schon im Februar, ah, ja stimmt, wir sind schon im Februar, hab glaub weitergespult gehabt, genau. Wir haben schon Gärreste 89.496. Jo, das passt. Die Anlage läuft eigentlich ziemlich schnell. Finde ich eigentlich gut. 89.000 Liter haben wir drin. Genau, müssen wir schauen. Ich glaube, da habe ich vorgespult gehabt mit dem Projekt. Da müssen wir eigentlich das da noch einschieben. Wie viel haben wir denn da kurz drin? Schauen wir mal schnell. Schwingt. Dichte 32.000 Liter. Ja, das müsste eigentlich hinhauen. Ansonsten müssen wir die Anlage einfach wieder stehen lassen. Aber Februar, März, April, ja, da kommen wir schon wieder in den Frühling. Genau. Das wäre die erste Karte. Ich habe ja davor gehabt, dass ich dann auch später den einen Hof dazu nehme. Wir sind da bei der Biogasanlage. Genau, da springen wir mal kurz hin, dass wir uns das Geld verdienen. Und dann kann ich da irgendwo den Hof besuche, genau, ja. Dass man den Hof dazu nimmt. Das ist ja der Hof mit deinen zwei Stallanlagen. Mit Kühe. Wie viele Kühe hat der? Sind es, glaube ich, 2×80 oder 2×250, muss ich gerade schauen. Das sind ja zwei Anlagen. Weil man dann da jetzt wieder der Trigger für Kühe. Ich habe das Gelände habe ich neu gekauft, genau. Ich habe das Gelände neu gekauft. Wir machen es so, dass wir den Hof dann dazu kaufen. Also den habe ich ja auch vorgehabt, dass ich den Hof dazu kaufen möchte und dann aufbaue und betreibe. Ja. Das wäre die erste Karte. Dann schauen wir uns die anderen zwei Karten auch mal noch kurz an. Ja, da sind wir auf der Oldstream. Sollen wir das Projekt auf der Oldstream starten? 0 Euro Projekt. Ich würde den Fuhrpark so lassen, den werden wir dann mit der Zeit, wenn wir Geld verdienen, anpassen. Da werde ich den kompletten Hof aufbauen. Da haben wir. Ja, wo waren da die Kuhweide nochmal? Ich glaube, da hinten. Muss ich gerade schauen. Wir können, glaube ich, 150 Kühe können wir. Ja, 150 Kühe können wir züchten. Aktuell haben wir noch keine Tiere. Die werden wir uns dann mit der Zeit zukaufen. Dann haben wir Schweine, die werden wir natürlich auch dazu nehmen. Muss ich gerade schauen, wo haben wir denn da den Schweinetrigger? 60 Schweine. Und Schafe haben wir auch noch. Der Trigger war, muss ich gerade überlegen. War, glaube ich, dahinter irgendwo. Das ist der Schafstall. Schafe werden wir auch dazu nehmen. Genau. 100 Schafe können wir züchten. Wir werden mit dem Hof so anfangen, wie er ist, ohne Tiere. Maschinenpark lassen wir auch, den werden wir uns mit der Zeit mit Geld ein bisschen anpassen, andere Maschinen kaufen. Da würde ich so machen, dass wir dann noch die Biogasanlage dazu nehmen. Wo war die? Ja, genau, 52 Kilowatt Anlage. Das ist die da. Wenn ich die Anlage immer anschaue, fahre ich ja so einen Weg runter über eine Waage. Genau, da fahren wir über eine Waage drüber auf die Straße raus.
Da muss ich immer an Mappa Italia denken. Mappa Italia hat fast die gleiche Biogasanlage. Finde ich richtig geil gemacht. Ach, da darf ich gerade reinfahren. Von der anderen Seite, okay. Da haben wir, da unterfließt ein kleiner Bach entlang. Richtig genial gemacht. Dahinter haben wir die Siloanlage. Sind zwei Kelsilos. Genau, zwei Kelsilos. Da oben haben wir den Fischstoffeintrag. Und da können wir wahrscheinlich Gülle und Gerste. Gülle und Gerste gibt es auch noch irgendwo. Genau. Gülle und da vorne Gerste oder andersrum, weiß ich genau. Müssen wir dann ausprobieren. Dahin nur kleine Halle zum was unterstellen. Ja, da wird es gleich ein bisschen eng mit umdrehen. Mit dem Zubringfass wird es gleich ein bisschen eng. Aber das kriegen wir alles hin. Genau. Schauen wir uns mal kurz die Karte an. Ja, Felder sind ganz okay. Wir haben insgesamt jetzt zwei Felder. Von der Größe her wirklich super. Mal schauen, vielleicht spiele ich damit helfen. Vielleicht machen wir auch alles selber. Müssen wir noch alles ein bisschen abwägen. Aber ist eine sehr schöne Karte. Genau, das war die zweite Karte. Und jetzt schauen wir uns noch die Pennsylvania kurz an. Ja, da sind wir auf der Pennsylvania. Die Pennsylvania, die basiert ja auf der Grundkarte vom Hof Frühling. Da haben wir den Hof selber. Das ist ein Kuhstall. Wir können 45 Kühe im Stall selber züchten. Und da drüben haben wir eine Kuhweide, da können wir 15 Braun Swiss züchten. Also, ja, es sind 15 Braun Swiss. Und ja, das ist jetzt der Hof selber. Da werden wir auch richtig schön, ja, da werden wir schauen, dass wir die Karte ein bisschen Maschine so ein bisschen auf älter spielen. Mal schauen, was wir da für welche Maschine kaufen. Da haben wir noch ein kleines Lager zum irgendwelche Sachen unterstellen. Felder sind nicht ganz so groß, da werden wir natürlich alles selber machen, ohne Helfer. Das ist eine kleine Karte. Genauso Oldstream muss ich mal schauen, bei der Oldstream, vielleicht lassen wir da Helfer laufen, vielleicht machen wir auch alles selber. Könnt ihr auch mal gerne entscheiden, ob ich sage, ja, spiel mit Helfer oder mach alles selber. Dann schauen wir mal noch kurz. Wir haben noch einen Schweinehof, genau. Schweinestall, den werden wir dann dazu kaufen, wenn wir genug Geld haben. Genau, Schweinestall. Züchten können wir 108 Schweine sind, glaube ich. 108 Schweine, genau. Auch eine sehr schöne Anlage. Da haben wir, glaube ich, noch Fermentiersilo, so wie das aussieht. Ja, müssen wir ausprobieren, wie das funktioniert. Und dann haben wir noch Pferde. Bei den Pferden würde ich es jetzt so machen, da gibt es einen Mod, wo ein Arbeiter deine Pferde trainiert, ausreitet und so, dass sie immer mit der Fitness und der Gesundheit 100% sind, dann werden wir den Pferdehof auch noch dazu nehmen. Da haben wir schon Pferde, okay. Ja, dann müsste ich schauen, wo da der Träger ist. Den habe ich jetzt vorhin aktuell gerade gefunden. Wenn es die Pennsylvania wird, werde ich schauen, wie der Pferdestall funktioniert. Ich kann auch da keine Tore öffnen oder sonst irgendwas machen. Genau, Gelände habe ich gekauft. Ja, muss ich schauen. Wenn es die Pennsylvania wird, werde ich mich auch darum kümmern. Wie gesagt, da wird es auch dann Pferde geben, aber ein Helfer trainiert die Pferde und reitet sie aus, dass sie Fitnesslevel immer bei 100% bleibt. Genau, das war die dritte Karte, genau. Denn mit dem OBS-Studio, da gab es jetzt gestern ein Update, da habe ich gemacht das Update, aber funktioniert immer noch nicht. Also ich weiß nicht, an was das liegt. Der Shader funktioniert auch noch nicht. Ich habe gestern Abend eine Multiplayer-Aufnahme gemacht auf der Nordwest-Mecklenburg. Waren wir gerade am Getreideabfahren, war gerade am Übertanker, bin übertankt worden, rückfahre auf den Hof, wo ich dann das Getreide auf dem Hof einschieben wollte, in eine Halle, wo ich es abgekippt gehabt habe, hat es auch wieder abgebrochen, das Video. Aber Rückfahrt und das Übertank auf dem Feld, das zweite Mal, das habe ich dann wieder aufnehmen können. Muss ich schauen, an was es liegt, ich kann es euch nicht sagen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, ich schreibe es unten in die Kommentare. Also, Karte 1, Maipolfarm, Karte 2, Oldstream, Karte 3, Pennsylvania. Einfach in die Kommentare reinschreiben, 1, 2 oder 3. Genau, 1, 2 oder 3. Genau, wenn euch die Vorstellung gefallen hat, like nicht vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.